Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu PlayStation All-Stars Battle Royale auf der PlayStation 3 Review mit eurem lieben Gameblamer. Die PlayStation Vita-Version habe ich ja schon gereviewt. Die könnt ihr auch in meinem Channel natürlich finden, selbstverständlich. Und ja, auf der PlayStation 3 ändert sich meine Meinung zu dem Spiel eigentlich auch nicht so riesig. Nur natürlich ist hervorzuheben, dass im Gegensatz zur Vita-Version hier natürlich die Grafik etwas besser ist. Nicht viel. Die Vita hat schon ganz geile Grafik eigentlich. PlayStation All-Stars Battle Royale. Und also von den Inhalten her hat es genau dasselbe wie auch das normale auf der Vita. Also wir gehen das aber hier einmal durch, wer mein Vita-Video nicht gesehen hat. Solo-Spiel. Gibt's Arcade-Modus, Kampfprüfung. Also Arcade-Modus spielt man einfach nur durch. Kampfprüfung steht da ja. Teste deine Fähigkeit mit einzigartigen Herausforderungen. Gibt's einmal allgemein und einmal für verschiedene Charaktere. Trainingsmodus erklärt sich ja von selbst, trainieren einfach und Tutorial, lerne das Spiel und meistere die Charaktere. Gibt's einfach, fortgeschritten, dann sind perfekte Moves, lerne einzigartige Angriffe der Charaktere und lerne Kombos. Das ist ganz gut zu wissen, wenn man online spielen will übrigens, habe ich schon feststellen müssen. Ja, dann gibt's natürlich noch Turnier, Ranglistenkampf, schnelles Spiel, das ist also online. Versus-Spiel. Das ist an einer Konsole hier gegeneinander. Aber ich habe hier ja leider niemanden, weil ich eine sehr, sehr einsame Person bin. Ja, anpassen. Da kommen Sachen, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Charakter durchspielt, kann man da hier Sachen freispielen. Ich gehe mal hier auf Hintergrund. Das ist der Standard-Hintergrund, den man hat. Da gibt es hier 18 Seiten voll. Ich glaube, auf der Vita waren es nur 11. Ja, und da ich mit Drake schon durchgespielt habe, habe ich einen Uncharted-Hintergrund. Ihr seht rechts, das ist dann dieses Schild, was andere Leute von mir zum Beispiel online sehen. Ja, sonst habe ich hier leider nichts. Ja, ich spiele es mehr auf der Vita, muss ich leider zugeben. Und eher selten auf der PlayStation 3. Weil es da halt, ja, egal. Symbole, das sind auch Sachen, die man freispielt, wenn man durchspielt mit Charakteren. Da sieht man, ich habe ein bisschen mit Kratos was gespielt. Da habe ich ein paar Sachen schon freigespielt. Die kann man sich dann da reinsetzen. Genau, hier mit Drake habe ich durchgespielt. Dann hat man natürlich ein paar Sachen hier. Das war's, glaube ich. Ich habe hier auf der PlayStation 3 nur mit Drake und mit Kratos gespielt. Ja, ich möchte diesen coolen Drake in meinem Symbol-Dingsbums haben. Schlägertitel, da kann man verschiedene Titel. Da steht auch, schließe eine Turniersaison in Schlägerei mit grünem Gürtel oder besser ab. Das sind Sachen, also die kann man zum Beispiel online freischalten. Die stehen dann auch natürlich da in dem Titel, genauso wie bei Teamtitel, das ist bei Teamkämpfen, 2 gegen 2. Und Minions, die kriegt man auch freigespielt. Das sind Dinger, die feuern einen unten an, wenn man jetzt zum Beispiel 2 auf einmal mit einem Super Strike kaputt macht. Dann erscheinen die unten mit einem kleinen Feuerwerk und machen, hey, Super Strike gemacht, bla bla. Ja. Das war beim Profil. Charaktere. Jetzt muss ich eben gucken. Da steht übrigens ein Level. Man levelt die Charaktere ab. Die meisten sind auf 1, außer Drake ist auf 17 und Kratos ist auf 15. Weil ich mit denen nur gespielt habe. So, gucken wir mal. Drake habe ich auf Level 17 gemacht. Dann schaltet man nämlich verschiedene Sachen neu frei. Die da wären. Zum Beispiel das Kostüm. Das ist Standard. Ich habe aber jetzt auch das freigespielt. Spott. Normalerweise macht er das. Wow, siehst du übel aus. Ah ne, das habe ich jetzt freigespielt. Wow, siehst du übel aus. Und normal macht er das. Ein Kinderspiel. Ich mache aber das mit dem Übel, das hört sich schöner an. Dann Intro, das ist, wenn der gerade, bevor das Spiel anfängt. Ich bin nicht mehr ein Shambhala. Oder das. Okay, jetzt mache ich dich fertig. Ja, Outro habe ich auch ein neues freigespielt. Das sieht aber irgendwie... Achso, da. Ja, machen wir das. Und eine Endmusik, wenn ich gewonnen habe. Normal ist die. Aber jetzt habe ich die freigespielt. Oh, die hört sich doch viel pompöser, viel erhabener an. Eines Gameblamers würdig quasi. Das nehmen wir.
Ich möchte, dass mein Gegner dann denkt, oh, da habe ich aber gegen einen gebildeten Typen verloren. Und Ziele, da kann man sich angucken. Sitzungen, tägliche Ziele für Online-Matchmaker, absolviert 0 von 9, Ziel für das gesamte Spiel 4 von 35. Ne, was man so an Erfolgen freigespielt hat quasi, kann man sich hier im Einzelnen noch angucken. Arcade-Sieg 1, 2, 3, Arcade-Sieg 5. Komplette Story Kratos. Schafft den Arcade-Modus in Legende oder schwieriger mit Kratos. Also das sind immer, dann kriegt man auch hier halt Erfahrungspunkte, die dann wieder zum Auflöveln von dem Charakter sind, womit man wieder neue Sachen freispielt. Ja, Optionen, muss ich auch nicht viel sagen, da kann man sich die Steuerung angucken. Ist recht simpel, springen X, Angriff Viereck, Angriff Dreieck, Angriff Kreis, aufheben R1, das ist für Gegenstände, die zwischendurch im Spiel mal im Spielfeld auftauchen. Blocken L1 benutze ich nie. Superkraft R2, Spott L2 und werfen mit dem rechten Analogstick. Ja, Effektlautstärke, Untertitel, bla bla. Untertitel machen wir einfach mal an, weil ich so lustig bin. Und hier kann man sich die verschiedenen Charakterbeschreibungen so angucken. Ist aber eigentlich Blödsinn. Ja, machen wir mal Solo-Spiel. Spielen wir einmal Arcade-Modus hier durch. Nehmen wir einen, mit dem ich gut klarkomme. Ich habe ja auf der Vita genommen. Wen habe ich da genommen? Ich weiß das schon nicht mehr, obwohl das gerade erst war. Ach ja, Drake habe ich genommen. Mit dem komme ich auch so super klar, aber ich nehme jetzt mal Hayachi. Hayachi ist übrigens schwierig. Das habe ich schon auf der Vita erzählt, und zwar, weil online... Ja, man hat ein Intro, dann kommt auch ein Outro, da müssen wir uns jetzt aber nicht angucken. Ist bei jedem Charakter anders, ist mal animiert, mal in Bildern und so weiter. Das variiert von Charakteren. Und die einen sprechen in Japanisch, die einen in Deutsch, die anderen in Englisch. So, was ich sagen wollte, Hayachi ist ja ein Nahkämpfer. Und das Problem ist, dass zum Beispiel Leute wie Dante ein Schwert haben und Fernangriffe können. Und das kann sehr schnell zum Nachteil werden. Vor allem, wenn man online spielt, ist das sehr schnell unausgeglichen. Die meisten Leute, die nehmen ja zum Beispiel Kratos. Ach, scheiße. Und dann kommt man nicht an die ran. Da hat man eigentlich schon verloren. Oder Sly Cooper macht sich die ganze Zeit unsichtbar. Ja, das ist natürlich dann auch blöd, wenn man gegen zwei Sly Cooper spielt im Teammodus und man hat, die anderen beiden haben, ja, ist eigentlich dann egal wen. Das ist sehr unausgeglichen. Da muss Sony noch nachbessern. So, was ihr jetzt hier gerade seht, also, ich bin Hayachi, ich hau dem hier die ganze Zeit hier rüber ein, greifen, wie gesagt, mit dem rechten Analogstick, schlagen mit den Knöpfen, je nachdem, es gibt so viele verschiedene Moves. Das ist zum Beispiel... Moment, ich zeig mal eben. Kreis, Dreieck, 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 kennt man. Oder Kreis, Viereck. Zack. Kreis. Ja, also das gibt verschiedene Moves. Jede Menge sogar. So, und da unten lädt sich eine Leiste auf, je nachdem, wie viel ich dem auf die Omme hau. Und das schaltet Supermoves frei. Während ich gequatscht habe die ganze Zeit, das mache ich heute ja sehr viel, habt ihr gesehen, habe ich schon ein paar Mal den Move mit der 1 gemacht. Es gibt drei verschiedene Moves pro Charakter, also Supermoves, die dann ausgelöst werden mit R2. Und je mehr die aufgeladen sind, umso mächtiger sind die in der Regel auch. Deswegen versuche ich jetzt mal die 2 zu erreichen. Eins habt ihr gesehen, da tritt er auf den Boden, dann verschwindet der. Und das ist auch der einzige Weg, den zu vernichten. Zwei ist bei mir, da kommt Kuma zur Hilfe und furzt und so. Und das ist schon mächtiger, weil damit kriege ich den Dante mindestens zweimal kaputt. Wenn nicht sogar dreimal. Und die drei versuche ich gleich voll zu kriegen. Ja, ich empfehle euch auf jeden Fall, mit Steuerkreuz zu spielen. Genau wie auch auf der Vita. Weil das Steuerkreuz einfach, ja, besser trifft, sag ich mal. Mit dem Analogstick kann man schnell mal in eine falsche Richtung drücken, wenn man irgendwelche speziellen Moves machen will. Zum Beispiel hier nach vorne und Kreis, wie ich das hier machen muss als Anfang für den Windmühlenkick da. Das kann auf dem Analogstick schnell mal nach hinten losgehen. Deswegen lieber Steuerkreuz.
Muss ich allerdings sagen, ist auf der Vita das Steuerkreuz besser für geeignet, weil das halt viel besser reagiert, viel knackiger ist als das auf der PlayStation 3 tatsächlich. Ja, und wie ihr vielleicht wisst, Online-Spiel zum Beispiel, jetzt gleich zeige ich euch übrigens den Dreier-Super-Move. Online-Spiel finde ich etwas unausgeglichen. Da ist man als PlayStation 3-Spieler klar im Vorteil, weil man hat diesen großen Monitor, man hat eine bessere Übersicht. Auf der Vita, auf dem kleinen Bildschirm, wird es etwas unübersichtlich, wenn man online spielt. Und deswegen, man merkt sofort, wenn man online gegen Leute spielt, es geht ja Vita auch gegen PlayStation 3-Spieler, man sieht sofort, je nachdem wie derjenige spielt, ob der auf einer Vita gerade gegen dich spielt oder auf einer PlayStation 3. Weil das auf der Vita etwas unkoordinierter wird. Ich meine, wenn man jetzt nicht beide Versionen hat, PlayStation 3 und Vita-Version, dann merkt man das gar nicht. Wenn man nur die Vita-Version kennt, meint man, das ist so optimal. Aber wenn man die PlayStation 3-Version einmal gespielt hat, merkt man, das ist schon Luxus, sag ich mal. Aber ich spiele es trotzdem lieber auf der Vita, weil ich meine Vita ja immer und überall dabei habe. Meine PlayStation 3 ja leider nicht. So, jetzt bin ich auf Level 3 mit meinem Super-Move. Den mache ich jetzt auch direkt mal. Und der sieht so aus. Da können sich die Leute gar nicht gegen wehren. Und da ist mein Minion unten links. Der hat mich jetzt angefeuert. Der ist von Drake. Irgendwie heißt Spencer oder so. Kann das sein? Ich habe ja Drake so wenig gespielt. Ich kenne mich da ja gar nicht aus. Oh, oh, oh. Wenn die Computer auf Level 1 sind, muss man immer aufpassen. So, wenn ich das mit dem Greifen mache hier. Oh, oh, oh. Wenn ich das mit dem Greifen mache, dann ziehe ich denen quasi Punkte ab von ihrer Leistenenergie. Deswegen greife ich die jetzt vermehrt. Weil ich nicht möchte, dass die eine volle Energieleiste haben. Ja, geht ja super, wie die sich abwechseln. Oh, und ich springe ihm genau noch da rein. Das gibt's ja nicht. Nein! Ja, bis jetzt haben wir leider noch keine Extras gesehen, die hier rumliegen. Das tut mir jetzt eigentlich recht leid. Normalerweise erscheinen nämlich hier ein paar Gegenstände. Und die kann man dann nämlich benutzen. Die kann man aufheben. Und das sind Sachen, die würde man sonst normalerweise nicht haben zum Einsatz. Und da sind ganz viele Sachen bei, wie zum Beispiel eine Rakete. Dann wird man eingefroren. Oder so ein komischer Stock, der am Ende da glüht, lila. Das ist, wenn man die Leute schlägt, dann verlieren die ihre ganzen Energiedinger aus der Energieleiste. Das ist auch ganz cool. Bäm! Nein! Halt! Was ist hier los? Noch 10 Sekunden. Zack. Level 1. Jawohl, den habe ich noch mitgenommen. 3, 2, 1. Vorbei. Ja, schade eigentlich, dass ich euch nicht irgendeinen Gegenstand zeigen konnte, der da im Spiel erscheint. Aber ich glaube, einer ist erschienen, und zwar die Rakete zum Eiswerden. Und die hat sich aber dieser dumme Sir irgendwas, Sir Daniel, gegriffen. Gucken wir mal, ob wir das jetzt noch hinkriegen. Dann spielen wir noch den Level, damit wir sehen, dass es auch wirklich diese Gegenstände gibt und sie nicht eine imaginäre Einbildung meinerseits sind. Fertig! Kämpf! Das ist eine Stage aus Bioshock Infinite Sky. Oder wie das auch immer heißen soll. Level 1! Ich mach direkt mal die 3 erstmal voll. Ah, da, jetzt ist was erschienen. Und zwar so eine Knarre.
Damit kann man Raketen losschießen. Die ist recht cool. Ist jetzt aber schon wieder aufgebraucht. Aber war ja erst die erste Waffe. Da gibt es noch viel mehr. Zum Beispiel auch einen Fisch, mit dem man die Leute verprügeln kann. Level 1. Zack, Kopfnuss. Und wieder. Das ist gefährlich, wenn so viele Gegner auf einem Punkt stehen. Ha. Gegen den Move kann sich übrigens keiner wehren bei Hayachi. Bei anderen Spielern geht das, da kann man sich wehren. Bei der Kratos zum Beispiel, der wird so richtig mächtig, hat so ein glühendes Schwert. Mit jedem Schlag ist man tot. Da ist wieder mein Minion unten links. Da kann man sich allerdings gegen wehren. Also man kann zum Beispiel wegrennen oder so. Das ist der Vorteil, den man dann zum Beispiel hat bei Hayachi. Wahrscheinlich als Ausgleich gedacht dafür, dass er als Charakter selber so schwer zu spielen ist. Wegen Nahkampf, wegen den Problemen, die ich erwähnt habe. Oh, schnell weg. Ihr seht ja, der Hintergrund ist interaktiv. Da wurde nämlich jetzt angezeigt, wo der jetzt Raketen hinschießt. Da muss man dann auch schnell reagieren. Ist auch sehr schön. Oh, ja. Wieder Gegenstand. Ein Raketenwerfer. Bäm. Ja. Das ist doch mal super. Kuma, hilf mir. Boah, Kuma ist so gut. Los mit dem Affenzirkus. Ah, und da haben wir wieder eine Waffe. Wieder die Raketen. Boah, das ist eine super Runde, muss ich sagen. Zeigt jetzt gar nicht, wie doof eigentlich Hayachi ist, wenn man online spielt. Ich bin fertig mit dir. Level 1. Ah, eine Axt. Level 1. Level 1. Komm, Level 2 schaffe ich noch einmal. Ja! Komm, guck mal, machst du noch mal beide platt. Und den auch noch. Komm. Jawohl. Da liegt auch noch mal was. Noch mal ein paar Schuhe, dann ist man schneller. Ja. Das war doch mal eine super Runde. Und da war alles drin. Gegenstände, jeder Move war drin. So, hier kann man übrigens auch noch nachgucken. Hier Gürtel, welchen Gürtel man gekriegt hat. Da gibt es einen grünen Gürtel und so. Und wie viele Punkte man gekriegt hat. Ja, und da unten seht ihr übrigens jetzt das Symbol. Das wird dann halt auch online den anderen Leuten gezeigt. Damit kann man quasi angeben. Wenn man jetzt mit Drake alles durchgespielt hat, jeder, der auch mit einigen alles durchgespielt hat, weiß, oh, der war aber fleißig mit dem Charakter, dass er das Bild hat. Das haben die geklaut bei Capcom, bei Street Fighter. Da kennt man das zum Beispiel. Der orangene Blitz! Uiuiui. Oh. Ja. Fertig? Gut. Beenden. Ja, und online geht halt jeder gegen jeden. Also zu viert oder zum Beispiel zwei gegen zwei. So, und jetzt kann ich das eben zeigen. Charakter. Wähle deinen Charakter aus. Und zwar habe ich mit Hayachi jetzt ja was freigespielt. Ich habe zwar nicht bis zum Ende gespielt, aber es hat wohl gereicht, um was zu kriegen. Ein neues Intro. Normal ist ja so. Haben wir vorhin gesehen im Einspieler. Jetzt kann ich das haben. Und normal war das, wenn ich siegreich war. Haben wir ja gerade auch schön gesehen. Und jetzt kann ich auch das nehmen. Und die Siegesmusik kann ich ändern. Ja. Viel, viel besser. Ja, und dann würde ich sagen, das war's auch schon wieder mit der Review. Wähle deinen Charakter aus. Ja. Das war's mit der Review. Ich hoffe, das hat euch wieder mal gefallen. Ihr fandet es informativ. Vergesst mal wieder nicht, mich zu abonnieren oder mich auf Facebook zu liken und bitte nach einfach nur Game Blamer suchen. Nicht The Game Blamer oder The Game Blamer, The Game Blamer, sondern einfach nur Game Blamer. Das bin ich.
Und im PSN und so weiter heiße ich aber nicht Gameblamer, sondern Best Flower. Wenn jemand anders, wenn ihr jemanden editet, der Gameblamer heißt, dann habt ihr den Falschen dran. Ja, bis dahin wünsche ich euch dann wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, wie spät es auch immer bei euch sein mag. Stay tuned, euer Gameblamer. Ciao.